Na, gefällt's dir? Das ist richtig schön. Nicht wahr? Das ist ein Wandtattoo. Davon gibt's wahnsinnig viele Motive. Da ist für jeden was dabei. Das ist doch bestimmt schwer, oder? Im Gegenteil. Ich zeig dir mal, wie kinderleicht das ist. Komm mit. So, zu Hause hast du vielleicht die perfekte Wandfarbe, die Einrichtung. Stimmt alles, alles ist super, aber es fehlt trotzdem was. Ein Wandtattoo. Genau. Dein Wunschmotiv kommt ganz schnell zu dir nach Hause. Und das Anbringen geht auch ganz schnell. Die Anleitung ist schon dabei. Kann man das überall anbringen? Ja, das kannst du fast überall anbringen. Es muss nur staub- und fettfrei sein und es darf nicht mit Silikon- oder Latexfarbe bestrichen sein. Ja, dann legen wir jetzt mal los und du hilfst mir dabei. Das ist ein Rakel, das brauchen wir jetzt gleich. Du kannst wahlweise auch eine Scheckkarte nehmen. Jetzt drehen wir das Ganze oben. Mit dem Trägerpapier nach oben. Und jetzt streichst du da einfach mit dem Rakel gleichmäßig drüber. Ist das gut so? Perfekt. Und jetzt drehen wir das Ganze nochmal um und machen es von der anderen Seite noch einmal. Okay. So, fertig. Jetzt drehen wir das noch einmal um und ziehen jetzt das Trägerpapier ganz vorsichtig im spitzen Winkel ab. Da hängt noch was. Oh, das ist gar nicht schlimm. Einfach nochmal zumachen, nochmal drüber rakeln oder mit dem Fingernagel und dann passt das. So, und? Siehst du? Geht wunderbar. Fertig. Super. Nachdem wir jetzt an der Wand schon vorgezeichnet haben, wo das hin soll, bringen wir es genau da an. Jetzt kommst du wieder mit deinem Rakel. Und wir beginnen das von innen nach außen zu rakeln. Wenn man eine frisch gestrichene Wand hat, dann sollte man 10 Tage lang die Wand austrocknen lassen, bevor man ein Wandtattoo anbringt. So, und jetzt erneut die Folie in einem spitzen Winkel ganz vorsichtig abziehen. Und wenn jetzt hier noch was kleben bleibt auf der Folie, einfach nochmal mit dem Finger drüber. Und dann sieht das sehr, sehr gut aus. So einfach ist das. Und es ist mega schick. Mhm. Fertig. Das ist richtig schick. Und jetzt gibt es noch ein funkelndes Highlight für dein Tattoo. Diese funkelnden Swarovski-Steine kannst du zusätzlich bestellen und damit verschönern wir jetzt dein Motiv. Wir nehmen jetzt mal diese Spitze hier, damit es aussieht wie Tautropfen, die glitzern. Platzieren den Stein da, wo wir ihn hinhaben wollen, den anderen nicht an die Wand kommen lassen. Dann mit dem Gummi eines Bleistifts einfach festdrücken. Und fertig. Und, gefällt's dir? Weitermachen. Okay,